Oh mein Gott, Leute, wurde ich jetzt wirklich wegen XP-Glitches gebannt oder nicht? Das klären wir heute im YouTube-Video. Yo, Leute, was geht ab? Mein Name ist Davies, Freunde, im heutigen Video gibt es ein ziemlich interessantes Thema. Denn wie wahrscheinlich jeder aktuell mitbekommen hat, Freunde, gibt es ja sehr, sehr viele XP-Glitches aktuell im Umlauf, egal ob in Deutsch- oder englischsprachigen Raum. Und im heutigen Video geht es um die Frage, ob man dafür in Fortnite Battle Royale gebannt werden kann, wenn man Battle Royale XP-Glitches macht. Und ganz kurz bevor dieses Video losgeht, möchte ich sagen, dass ich auch am Ende dieses Videos euch wieder einen Trick zeige, um extrem schnell zu leveln. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende hin dran. Vielleicht zeige ich ihn euch sogar im Video, weil wir werden jetzt gemeinsam in eine Runde Solo reinspringen, Freunde. Und dann erzähle ich euch mal ein bisschen über die Geschichte von Fortnite XP-Glitches und wer gebannt wurde. Und generell, Leute, alle XP-Glitches auf meinem Kanal sind, wie gesagt, einfach dafür da, um Epic Games diese zu zeigen. Und wer sie nachmacht, das ist natürlich dann öffentlich das Video, der macht es auf eigene Gefahr und kann dafür auch gebannt werden. Und im heutigen Video erkläre ich dir, wie du meiner Meinung nach dafür gebannt werden kannst. Alle Angaben sind, wie gesagt, ohne Gewähr. Ihr solltet keine XP-Glitches machen, Leute, es ist auf eigene Gefahr. Diese Videos sind eigentlich im Überfluss nur dafür da, um Epic Games zu zeigen, wie diese XP-Glitches funktionieren, damit diese die wieder entfernen können. Außerdem haben mich nur 10% der Leute diese Videos schon hier abonniert, Freunde. Und diese 10% gehören zu den Leuten, die einen von 70 Season 1 Kapitel 3 Battle Pässen gewinnen können. Falls du also einer der 10% sein willst und ein Season 1 Kapitel 3 Battle Pass kostenlos von mir geschenkt haben möchtest, drücke jetzt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke daneben und mach die Benachrichtigung auf alle. Lass ein Like da und kommentier so oft es geht dein Epic Games Namen in die Kommentare und mit etwas Glück gewinnst du einen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ein Vögelchen hat mir übrigens zugezwitschert, dass ich in diesem Video als Dankeschön dafür, dass ihr das letzte Video einfach in die Gaming-Trends gebracht habt, einfach mal 2x 20 Euro PSN versteckt habe. Also falls ihr Bock auf einen 20er PSN-Code habt, dann schaut einfach mal das Video und ihr vielleicht findet ihr ja den Code. Und falls du dieses Video etwas später sehen solltest und denkst, die Codes sind schon weg, kannst du gerne mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn solche Sachen werden in Zukunft ganz bestimmt öfter kommen. So, Leute, ich bin jetzt hier in der Runde Solo angekommen und im heutigen Video erkläre ich euch natürlich auch, wie immer, wie versprochen, wie man extrem schnell leveln kann. Okay, Leute, es kommen einige hier mit. Ich denke mal, wir werden uns mal relativ schnell umorientieren und hoffen, dass hier zu dem Haus hier keiner kommt, Freunde. Okay, einer scheint jetzt hier eventuell noch mitzukommen oder auch nicht. Ist auf jeden Fall auch egal. Den werden wir uns natürlich wegsnacken, Freunde. Ihr wisst Bescheid, der Profi. Aber, Freunde, darum soll es jetzt nicht nur komplett in dem Video gehen, wie man hier extrem schnell leveln kann in der neuen Fortnite Kapitel 3 Season 1, sondern es wurde oft gefragt in den Kommentaren, Avis, kann man gebannt werden dafür, dass man in der neuen Fortnite Season 1 Kapitel 3 einen XP-Glitch macht? Und die einfache Antwort, Freunde, ist, dass es möglich ist, dafür in gewisser Weise bestraft zu werden. Und im heutigen Video erkläre ich dir, was deine Bestrafung sein könnte, wenn du diese XP-Glitches gemacht hast oder noch machen möchtest und welches du Risiko damit du eingehst oder ob du sogar von Fortnite komplett ausgeschlossen werden kannst. Und da kann ich dir erstmal die Angst relativ schnell wegnehmen, beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall damit sehr, sehr doll aufpassen solltest, weil wenn du auf jeden Fall diese XP-Glitches ständig machst, kann es sein, dass du, wie gesagt, gebannt wirst. Aber es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und diese werde ich dir auch in diesem Video komplett erklären. Deswegen schalte auf jeden Fall nicht ab und überspringe es nicht, falls du, wie gesagt, weiterhin diese Glitches oder generell schon diese Glitches benutzt hast und sie auch weiterhin benutzen möchtest oder damit anfangen möchtest, weil ich kann verstehen, dass diese ziemlich verlockend sind, da man da in wenigen Minuten halt 200.000 bis 300.000 XP machen kann. Und deswegen, ja, wünschen sich das auch ganz schön viele und es wird auch ganz schön oft nachgefragt. Okay, Freunde, den haben wir. Sorry, da wurde ich ganz kurz ein wenig leiser. Eine Chili con Carne. Rein damit, Freunde. Rein damit. Das ist furchtbar. Okay, Freunde, ich dachte, er hätte jetzt hier noch ein bisschen Loot. Auf jeden Fall, Freunde, wenn ihr diesen XP-Glitch schon mal gemacht habt, kommt es natürlich auch immer darauf an, A, wurde dieser XP-Glitch, also ist das wirklich ein richtiger XP-Glitch oder ist es halt einfach ein Weg, um schnell in Kreativmodus zu leveln? Weil es gibt ja einmal die Glitches, Freunde, die wirklich sehr, sehr krass sind, beziehungsweise, ja, wo ihr wirklich Sachen macht, die eigentlich nicht gemacht werden sollten, weil ihr dadurch auch noch gleichzeitig einen unfairen Spielvorteil habt und viel XP bekommt. Und dann gibt es natürlich noch diese XP-Glitches, die ich beispielsweise gemacht habe, wo ich einfach nur euch erkläre, wie ihr in Kreativmodus generell sehr, sehr schnell XP bekommen könnt. Und da müsst ihr auf jeden Fall gucken, welche XP-Glitches habe ich gemacht und eventuell auch, welche habe ich zu viel teilweise gemacht. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem einzigen XP-Glitch, der auch noch gleichzeitig euch, keine Ahnung, einen geisteskranken God-Mod gegeben hat und euch sozusagen für andere Spieler dann im Kreativmodus unbesiegbar gemacht hat, dann müsst ihr halt differenzieren, Freunde. Oder ob ihr halt einfach einen XP-Glitch gemacht habt, wo ihr euch mit einem Freund abwechselnd in Kreativ gekillt habt auf einer Map und dafür einen EP-Boost bekommen habt, die halt nicht so schlimm sind. Wie gesagt, das müsst ihr erstmal unterscheiden, Freunde. Und je nachdem kann es halt darauf aussehen, wie lange ihr gebannt werdet. Und natürlich kommt es auch darauf an. Nein!
Oh, okay, Freunde, er hat mich bekommen. Wie gesagt, kein Problem, wir gehen nochmal eine weitere Runde rein. Dann erkläre ich euch jetzt mal, wie lange ihr gebannt werden könnt oder können würdet, wenn das Ganze denn von Epic Games jetzt gehandhabt wird, Freunde. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf jeden Fall in der nächsten Runde angekommen und ich erkläre euch jetzt mal, meiner Meinung nach, wie lange man dafür gebannt werden könnte. Leute, das sind wie gesagt keine offiziellen Angaben, das sind einfach nur Angaben, die ich gehört habe. Ob sie stimmen oder nicht, weiß ich nicht, aber ich persönlich, Leute, habe dafür noch keine Bestrafung bekommen und ihr müsst das Ganze auch mal so sehen, Freunde. Wenn ihr diese Glitches macht, kann ich natürlich verstehen, dass ihr Angst habt, Freunde, aber sagen wir mal, ihr holt euch damit ein paar Level, wie gesagt. Ich empfehle es keinem, tut es nicht, wie gesagt, meine Videos sind nicht dafür da, dass ihr damit unendlich XP machen könnt eigentlich, sondern dass Epic Games sozusagen die Glitches sieht. Und diese auch. Oh nein! Nein, nein. Wo sind wir stehen geblieben? Nein, Leute, ich bin gerade ein bisschen ausgerastet. Deswegen, das ist jetzt meine letzte Runde, bevor ich euch gleich den EP-Trick zeige, den viele von euch gar nicht so auf dem Schirm haben, obwohl der eigentlich ziemlich simpel ist. Damit ihr sogar tatsächlich mehr EP machen könnt, als mit den meisten XP-Glitches, Freunde. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr den wissen wollt. Und wie gesagt, zu dem Thema, wie lange man kann, oder beziehungsweise wie lange man gebannt werden kann. Es kommt halt immer darauf an, wie viele das Ganze gemacht habt, Freunde. Und generell auch noch müsst ihr das Ganze so sehen, dass aktuell so gut wie jeder einzelne Spieler da draußen, so doof sich das auch anhört, wirklich XP-Glitches benutzt, um sich zu leveln, was ich persönlich gar nicht mal so krass nachvollziehen kann, weil es gibt auch eine ziemlich gute Methode, es so zu machen und die erkläre ich euch gleich, weil wenn ihr diese Methode wirklich ein, zwei Tage lang durchzieht mit dem Battle Pass zusammen, dann seid ihr auch schon locker 50 bis 60 Stufen weiter, nehmt euch ein, zwei Freunde, gönnt euch den Battle Pass Stufe und dann seid ihr auch schon direkt Level 100, also ihr müsst euch wirklich dann nur ein paar Tage mit der Methode, die ich euch gleich zeige, hinsetzen und dafür könnt ihr auch nicht gebannt werden, aber ihr könnt wie gesagt gebannt werden dafür, wenn ihr diese XP-Glitches, die ich mache, um Epic Games diese nur zu zeigen, nachmacht auf eigene Gefahr, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Laut meinen Kommentaren wurde bisher vielleicht zwei, drei Leute da gebannt und ob das war, das weiß ich nicht. Von meinen Kollegen meinte halt jemand, dass er auch einen Freund hätte. Dieser wurde gebannt auch schon mal, aber auch nicht permanent. Aber Freunde, wichtig ist, dass ich euch sage, man kann dafür permanent gebannt werden und das Ganze solltet ihr nicht nachmachen. Also wenn ihr es nachmacht auf eigene Gefahr, ihr könnt dafür gebannt werden. Es ist zwar super unwahrscheinlich, aber ich möchte euch einmal darüber aufklären, dass wenn ihr euch wirklich richtige Sorgen um euren Account macht, dass ihr halt das Ganze nicht machen solltet. Und wenn ihr es halt macht, dann halt auf eigene Gefahr, Leute. Dafür übernehme ich keine Haftung oder sonst wer oder irgendein anderer YouTuber. Dafür übernimmt ihr Selbsthaftung und das ist euer Account und das ist eure Zeit und euer Wert, den ihr da reingesteckt habt. Deswegen solltet ihr für euch selber entscheiden, ob ihr das Ganze machen wollt oder nicht. Aber um das ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, ja, ihr könnt dafür gebannt werden. Wenn ihr hier in eurem Menü seid, einfach auf die Aufträge gehen, Freunde. Und natürlich schließt ihr eure täglichen Aufgaben ab. Die sind wirklich Pillepalle. Munitionskisten öffnen, bla bla bla. Wenn ihr das alles macht, habt ihr hier auch schon mal einen fetten XP-Bonus. Aber darum soll es nicht gehen, Freunde. Viele von euch fragen mich, wie kannst du auf deinem Hauptaccount schon Level 130 sein? Und dort habe ich keinen einzigen Glitch gemacht, Freunde. Generell, ich mache keine Glitches. Ich zeige, wie sie funktionieren und lade es dann hoch, damit Epic es sieht. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar habe ich bei meinem Hauptaccount mich 3 Tage mit meinen Freunden hingesetzt und wir haben über 100 Level innerhalb von 2 Tagen gemacht und noch 30 Level am letzten Tag. Also insgesamt 130 Level habe ich dort gemacht, indem ich einfach die Phasenaufgaben komplett mit meinen Freunden gegrindet habe. Wir haben einfach uns gelandet am Ufer, haben Fische gefangen, Freunde. Ihr kriegt für 20 Fische, 8000 XP, Freunde, plus die XP für die Fische, plus die XP für die Routen, plus generell die XP im Spiel und das ist wirklich viel, viel schneller, wenn ihr das mit Freunden macht und den Battle Pass noch habt, als irgendein XP-Glitch. Also, falls ihr mal wissen wollt, wenn neue Aufgaben kommen, wie die funktionieren, Freunde, schreibt es gerne in die Kommentare, dann könnte ich auch solche Aufgaben-Videos machen, das wäre für mich kein Problem und ansonsten werde ich natürlich auch weiterhin meinen Content beibehalten, macht euch da keine Sorgen, Freunde und falls ihr, wie gesagt, auch diese Glitches interessant findet und sie euch einfach angucken wollt, Freunde, könnt ihr, wie gesagt, jetzt ein Abo und ein Like da lassen und die Glocke aktivieren. Außerdem nehmt ihr damit am Battle Pass Gewinnspiel teil. Wie gesagt, auf meinem anderen Account habe ich über 70.000 V-Bucks und damit werden täglich Battle Pässe an euch rausgehauen. Jeder, der unter diesem Video kommentiert, wird übrigens von mir auch geedit, Freunde. Deswegen gerne mal kommentieren, dann können wir auch mal zusammen zocken. Haut da rein, Freunde, euer Avis. Ciao.